Gemeinsam singen, spielen oder einfach nur ein bisschen klönen. Jeden Mittwoch besucht Gudrun Körner die Demenzerkrankten im Karl-Pawlowski-Altenzentrum des Evangelischen Johanneswerkes in Recklinghausen. Besonders die Senioren ohne Angehörige blühen durch ihren liebevollen Einsatz richtig auf. Vermittelt wurde die 64-Jährige über das Freiwilligenzentrum des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Die enge Verbindung zwischen diesem bürgerschaftlichen Engagement und professioneller Dienstleistung. Genau dafür steht die Freie Wohlfahrtspflege NRW. Insgesamt organisieren sich 6 Spitzenverbände unter ihrem Dach. Die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, der Paritätische, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie und die jüdischen Kultusgemeinden. Helfen und für andere da sein. Bei wachsenden sozialen Aufgaben wird deren Finanzierung allerdings immer schwieriger. Die Mittel aus den Lotterien von Westlotto sichern erhebliche Ressourcen für die Sozial-, Kinder- und Jugendarbeit der Wohlfahrtsverbände in Nordrhein-Westfalen. Sie sind für uns in NRW unverzichtbar. Die Freie Wohlfahrtspflege und Westlotto. Gut für NRW.